Mitte dreschen jetzt die komplett ab. Wir rennen da ganz nice eigentlich vor dem König weg. König eiert nur blöde hinterher und kriegt sie nicht. Fantastic. Ja, hallo und willkommen zurück zu Clash of Clans. Ein bisschen spontan heute. Der Fred hatte mich gerade gefragt, vor 10 Minuten, ob ich heute die Clash of Clans 14 Uhr Folge für ihn übernehmen kann. Das ist jetzt irgendwie 10.42 Uhr. Vor einer Viertelstunde hat er mich gefragt. Und, ja, das kriegen wir natürlich trotzdem hin. Und ich dachte mir, wir können mal meinen Clan ein bisschen belohnen dafür, dass wir sie gestern so ein bisschen getrollt haben. Zeigen wir uns, oder gucken wir uns heute mal den letzten Clankrieg an, den Fred ja gestern so schlecht geredet hat, den wir aber trotzdem, gewonnen haben. Und wir wollen uns einfach mal, wir haben 23-19 gewonnen, 78,8% zu 68,5%. Und ich will mir einfach jetzt mal 10 Angriffe angucken, und zwar komplett jeweils die besten Angriffe, die wir hatten. Wir fangen unten an, und wenn ihr ganz lieb dran bleibt, dann können wir am Ende auch noch einen normalen Angriff angucken, oder einen normalen Angriff machen von mir, wenn ich bis dahin Truppen habe, das sehen wir dann gleich. Wir gucken uns als erstes an den Angriff von Luke Punkt auf JNJLu-Punkt, ja auch einer, glaube ich, von denen, die Fred gestern gekickt hat, von daher ein bisschen Entschädigung. Allerdings, damit wir auch 10 Stück schaffen und das nicht eine halbe Stunde dauert, vor allem, weil ich relativ ein bisschen unter Zeitdruck stehe mit dem Aufnehmen, machen wir das Ganze ein bisschen schneller. Er greift an mit Go Wipe. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Wir wissen ja jetzt schon, dass er 3 Sterne geholt hat, aber es ist ja einfach nur mal zum Zeigen, wie das Ganze mal wieder vonstatten gegangen ist. Ich mache ein bisschen langsamer. Und dann hat er jetzt in der Mitte ein paar Magier. Das ist relativ in Ordnung, weil die Golems tanken. Ja, obwohl er jetzt gerade welche auf den Sack gekriegt haben. Er hat links noch 2 Packers, ein Packer nur noch, der rumläuft, ein paar Magier. Der König ist noch da. Ein Packer. Ah, die Packers haben sich aufgeteilt. Okay, so. Einer geht außen, einer läuft hier noch in dem inneren Ring. Das sind sogar noch 2. Die standen gerade so blöd ineinander, dass er nicht gesehen hat, dass das noch 2 waren. Jetzt sind also 3 Packers außen rum. In der Mitte ist aber eh so gut wie frei alles. Und dann hatte er quasi zu diesem Zeitpunkt schon geschafft. Ein Tesla ist noch da. Das ist natürlich gefährlich immer für die Packers. Allerdings noch nicht so hoch gelevelt. Von daher gar kein Thema. Jetzt noch 2 Magier. Der Golem ist auch noch da. Magier kriegen jetzt natürlich auf den Sack von den Bogenschützen. Golem wird das jetzt tanken und dann werden sich da, denke ich mal, gleich die Packers drum kümmern. Da sind noch Magier übrig, die werden das dann jetzt machen, denke ich. Während der Golem noch schön einsteckt. Turm 1 down. Turm 2 wahrscheinlich jetzt auch jede Sekunde, genau. Da kommen die beiden Packers von oben wieder, die haben sich dann noch um irgendein Gebäude an der Ecke gekümmert. Und dann steht nur noch das Goldlager, was da noch zerstört werden muss. 3 Packers noch übrig, 3 Magier. Das ist einer der wenigen Go-Wipe-Angriffe, wo am Ende noch Magier übrig sind, glaube ich. Bei mir sind die immer kaputt am Ende. Gut, so, Kriegskarte. Nächster Angriff. Also wie gesagt, das ist jetzt einfach ein bisschen so eine Belohnung dafür, dass wir die gestern getrollt haben, die Jungs. Und vielleicht kann der ein oder andere sich ja auch von den Angriffen ein bisschen was abgucken. Diese Base jetzt schon einen Ticken stärker, ist jetzt ein Platz höher. Ebenfalls ein Go-Wipe-Angriff, Level 4er Golems, Level 3er Packers, 5er Magier, 4er Golems, die ich auch übrigens bald haben werde. Ja, ich werde sie auch bald haben, 7 Tage oder so brauchen die noch. Auch ein schöner Go-Wipe-Angriff hier unten. Reingelaufen. Ein 5er Golem hat er in der Klarmburg gehabt. Das ist natürlich recht praktisch. Den Drachen hier rechts mal so ein bisschen vergiftet. Natürlich macht ihm das nicht so viel, aber die Magier haben es dann trotzdem relativ zügig erledigt. Und er hat auch Sahne, dass hier alles schön in die Mitte läuft. Da hat der Sprungzauber recht gut gesetzt, dass das alles direkt bum 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 bis zur Mitte durchgeht. Und dann hat er jetzt hier ein bisschen unübersichtlich quasi. Man sieht immer so, wenn die alle in der Mitte stehen, sieht man natürlich nicht so viel, aber das ist relativ gut gegangen. Jetzt alles kaputt. Rathaus ist schon down, 33%. Links und rechts noch Magier am Werk von der Mitte aus nach oben hin auch. Die beiden Packers dürften jetzt da oben sich durch die Mauer dreschen und dann auch Richtung Mörser und Luftabwehr gehen. Wie gesagt, hier noch Magier, die Queen geht auch noch nach unten links. 15er Queen schon. Das heißt, er hat ein bisschen bessere Truppen als ich momentan. Meine Queen geht aber gerade auf 10. Das ist ja dann auch schon mal immerhin wenigstens zweistellig. Und wie gesagt, Golems gehen gerade auf 4. Queen geht auf 10. Es geht auf jeden Fall voran. Ein bisschen Potenzial habe ich zwar noch, aber es läuft ein Bogiturm, habe ich gestern Abend noch geschafft mit Gold. Da kann ich mich eigentlich nicht beschweren. So, jetzt habe ich natürlich den ganzen Angriff doch in normaler Geschwindigkeit gezeigt. Damit das noch passt, muss ich ein bisschen mehr Gas geben. Sonst wird die Folge wirklich zu lang. Ja, jetzt konntet ihr euch leider den Angriff nicht zu Ende angucken. Bei mir gerade jemand geklopft und mir die Post reingereicht. Das ist eine kleine Unterbrechung. Entschuldigung dafür. 100% aber auch. Und ich denke, das ist in Ordnung, dass ihr davon gesehen habt. Weiter geht es mit dem nächsten Angriff. Ich gucke jetzt mal, wenn das alles
Go-Wipe-Angriffe sind, müssen wir die wirklich ein bisschen schneller vorspulen. Nein, das hier ist ein Go-Hawk-Magier, wie immer, wie auch immer. Hybrid, keine Ahnung, wie man es nennen will. Golems, Hawks, Magier. Wie geht's los? Da oben kommt der Golem. Kassiert schon mal ein bisschen Magier hinterher. Also Go-Wee-Hawk oder so. Müsste man das von der Reihenfolge her zumindest nennen. Und dann wollen wir mal schauen, was er da gerissen hat. Wie gesagt, ich mache jetzt doppelte Geschwindigkeit, damit das ein bisschen zügiger vonstatten geht. Und währenddessen reiße ich mal eben kurz meinen Brief auf, den ich gerade reingereicht bekommen habe. Um da vielleicht ein bisschen mal euch meine Post vorzulesen. Nein, natürlich nicht, aber dann kann ich mal reingucken, was das war. Das ist nämlich von meiner alten FH. Vielleicht ist da irgendwas Wichtiges drin, man weiß es ja nicht. Und deswegen gucke ich da immer lieber schneller rein. Nicht irgendwas ist. Die Hawks kommen jetzt von rechts übrigens. Ich hätte euch jetzt nicht ganz gezeigt. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass die von da kommen. Die hat er hier unten hingesetzt. Und die zerdreschen jetzt die komplette Abwehr. Rennen da ganz nice eigentlich vor dem König weg. König eiert nur blöde hinterher und kriegt sie nicht. Da sind noch ein paar Fliegen gegangen. Und ab jetzt ist die Abwehr down, weil ab jetzt gehen die nämlich auf die Gebäude. Und deswegen machen wir das jetzt mal zügig. Bam, 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 bam. Durch. Ihr seht jetzt da oben noch die Magier und der Bogenschütze ein bisschen am Rödeln. Da unten der Magier noch. Rathaus jetzt down. Die Hawks haben das Rathaus zerstört. Und ein Kobold sehe ich da noch rumflitzen. Wenn mich nicht alles getäuscht hatte. Mich mein Auge gerade nicht getäuscht hat, war da ein Kobold. So, Kriegskarte Nummer 7. Gehen wir jetzt hin. Der erste 2-Sterne-Angriff von Lukas 2411. Gucken wir mal. Studie zum Verbleib der Absolventinnen und Absolventen habe ich gerade gekriegt, dann war das wohl doch noch nicht so wichtig, ist das nur eine Befragung. Dann lege ich das jetzt mal an die Seite. So, er nutzt auch Go-Wipe, deswegen machen wir das jetzt einfach mal ganz schnell. Go-Wipe im Hyper-Speed, ihr seht es schon, Drache wieder in der Klamburg. Das übliche Phänomen, die Packers waren gerade außen an der Bauhütte, gehen aber trotzdem noch schön in die Mitte. Schweigen da an dieser Stelle, die Packer, die Teslas sind down, das heißt, da ist jetzt die Gefahr mehr oder weniger schon gebannt. Wir gucken uns das Ganze wirklich mal im Ultraschnelldurchlauf an, weil sonst wird auch die Folge viel zu lang für euch und ihr braucht ja auch keine 10 Go-Wipe-Angriffe sehen. Ich denke, die meisten kennen ihn ja eh schon bis zum Erbrechen. So. Jetzt natürlich die Frage, was noch passiert. Hier unten noch ein paar Gebäude weggehauen, da oben ist noch Death, von daher wird es das gewesen sein. Von Prozenten her, die 82 oder was die er hatte, noch die beiden Bohrer weg und dann werden die Verteidigung, wenn die Truppen da hochrennen, vielleicht, ja, okay, dann war es vorbei. 83%. Okidoki, so. Next one ist Nummer 6, Sion. Wiederholung. Werden die Bases natürlich auch nach und nach stärker. Auch Go-Wipe. Ja, das ist natürlich mehr oder weniger so echt so die Klassiker-Angriffe. Ich werde jetzt mal im nächsten Klankrieg, wenn meine Queen wieder fit ist, werde ich mal mit Go-Wee-Wee probieren anzugreifen. Einfach mal, um es zu machen. Und es ist ja doch immer noch andere Voraussetzungen. Man kann im Klankrieg doch das besser trainieren, teilweise ist mir mal im Nachhinein eingefallen, weil bei den normalen Bases weiß man ja nicht, ob man Clan-Truppen in der gegnerischen Clanburg hat und dann ist natürlich immer wieder ein bisschen mehr Gegenwehr und das Ganze halt im Clankrieg dann am besten ausprobieren und deswegen werde ich das einfach mal testen, im nächsten Clankrieg mit Go-Wee Wee anzugreifen. Meine Hexe ist ja eh auf Max, der Golem ist dann auf 4, mein Gott, was soll schief gehen? Müsste eigentlich funktionieren, komm, jetzt mach doch mal voran hier. Ja, wir gehen zur Kriegskarte, das letzte Gelumpe hier brauchen wir uns nicht angucken, wie die letzten Viecher da auf die Gebäude noch schießen. Nummer 5. Das war mein sagenhafter 2-Sterne-Angriff mit Go-Wipe. Den können wir uns auch kurz angucken. Das war von hier unten. Und dann mache ich natürlich aber auch den ein bisschen schneller. Ich will ja meine Sachen nicht schneller zeigen als die Sache von irgendwem anders. Da auch die drei Packers schön in die Mitte gejumpt. Zack, bumm, Rathaus down. Und es war knapp. Hätte ich höhere Helden gehabt, hätte ich vielleicht sogar ein bisschen mehr reißen können. Ich mache mal ganz, ganz kurz auf Level, auf ja, doppelten Speed oder so. Dass wir gleich mal eben hier Pause drücken können. Also, wie gesagt, hätte ich bessere Helden gehabt, es war nicht mehr viel Verteidigung übrig. Es war gleich noch, wenn mich nicht alles täuscht, waren nachher noch 2 Kanonen und der Minenwerfer übrig. Ne, der eine Bogenturm auch. Aber gut, ihr seht, man steckt halt nicht drin. Ich mache jetzt vierfach, dann ist da gleich auch Feierabend. Zack, zack. Und ne, der Minenwerfer war sogar down. 3 Kanonen und der Bogenturm, die waren noch übrig. Mit höheren Helden hätte ich es vielleicht geschafft. Ansonsten 2 Sterne. War ich top zufrieden mit. Also ich habe einen dabei gemacht, quasi die Base hatte vorher schon einen. So. Nächster Angriff von Stocky auf die Nummer 4. Der erste Rathaus 10. Wir steigern uns. Go-Wee-Wee, da ist es. 3 Hexen hat er dabei. Ne, 3 Packers out. 3 Go-Wee.
WP, wie auch immer, Go Wipe mit Hexen, was auch immer. Also alles dabei hybridmäßig unterwegs, der Kollege. Da können wir mal ganz kurz ein bisschen länger reingucken. Damit die Folge halt 5 Minuten länger ist, ja auch nicht schlimm. Ich hoffe, ich kriege sie noch pünktlich online. Wenn die Folge ein bisschen zu spät ist, tut mir leid. Wie gesagt, ich habe hier momentan nur so ein bisschen Steinzeit-Internet. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme, während sie noch verarbeitet. Wenn die Qualität, wie gesagt, nicht mehr direkt passt, ihr müsst kurz warten. Gebt YouTube noch 5 Minuten Zeit, es zu verarbeiten. Dann ist die Qualität auch in Ordnung. Manchmal dauert es halt ein paar Minuten länger. Nicht immer direkt rummeckern. Man kann da nichts für. Ich bin ja nicht so doof und render das in 360p. Das solltet ihr aber auch wissen. Von daher nehme ich mal an, dass die meisten das nur nicht wussten mit der Qualität. Und das wird sich schon immer noch einpendeln. Rathaus down, 25% aber erst. Hexen leben aber noch ein paar. Ja, die eine kriegt gerade auf die Mütze. Bleibt aber noch am Leben. Jetzt ist sie kaputt. Und ansonsten, ja, sieht es ganz gut aus. Dann noch der Golem komplett. Zwei Golems komplett, ein Magier eiert da noch hinterher. Ein paar Skelette sind auch noch mit unterwegs von den Hexen. Die Hexen sind jetzt alle down. 46%, aber hier rechts ist ja noch ein bisschen was, was er noch kriegen wird. Das waren dann quasi die Prozente zum zweiten Stern. Hat er Schwein gehabt, dass der eine Magier hier noch überlebt hat. Um ihm die Prozente zu holen, dass der Golem da oben so blöd in die Ecke sich gequetscht hat, um ihm quasi die Punkte zu holen, die Prozente. Nee, in dem Fall ist es gut, dass der Golem so lange braucht, um durch die Mauer zu kommen, weil dann hat er schön hier oben alles abgehalten, auch die Kanone hier, weil die Kanone hätte ihm sonst gegeben. Wir gehen mal wieder zurück. Die Zusammenfassung sehen wir schon. Nummer 3, auch wieder Stocki, komm. Stocki müssen wir nicht doppelt gucken, das war beides mal Stocki, ne? Komm schon, ja. Den überspringen wir mal. Und gucken uns den Felix an, der die Nummer 2 angegriffen hat. Falls... Ach ne, hab ich schon Angriffe davon gezeigt eigentlich? Felix und Nummer 2 kommt mir gerade so bekannt vor. Ich weiß nicht, ob ich in der letzten Folge auch schon diesen Angriff gezeigt habe. Ich meine fast ja, wenn, dann tut's mir leid. Ist aber auch... Ne, Go Vibe und Minions dabei. Ne, gar keine. Doch, Magier auch so. Es kann sein, dass wir diesen Angriff schon in der vorletzten Folge von mir irgendwo hatten. Dann tut es mir furchtbar leid. Aber ich bin mir gerade absolut nicht sicher. Man kann sich ja auch nicht immer alles merken. Ich mache ja auch nicht so regelmäßig Clash of Clans, dass ich mir immer genau merke, was ich schon gemacht habe und was nicht. Ist ein bisschen komplizierter manchmal. So, 37%. Hat er? Hier unten gibt es noch ein paar Punkte dazu. 43, 45... Auch da die Golems gut am Tanken für die Magier hier unten, die dann noch was machen. 50%, 52. Und wir beschleunigen noch ein bisschen. So, fertig. Das dürfte es gewesen sein. Gut. Und Kriegskarte. Und der letzte Angriff hier. Leider werde ich jetzt keinen Live-Angriff mehr schaffen. Sonst kriege ich die Folge definitiv nicht pünktlich hoch. Aber das hier gucken wir uns nochmal. Das war jetzt auch Felix, ne? Oder habe ich den schon gezeigt? Wir gucken mal ganz kurz rein, was es war. Nur ganz fix mal eben, schnell Durchlauf. 4 Golems, ein Packer, 21 Magier. Auch eine interessante Kombination. Ein Golem sogar noch in der Klarburg. Lassen wir das auch nochmal ganz fix durchrödeln. Dann haben wir auf jeden Fall 10 Angriffe, oder 8 Angriffe, 9 Angriffe gesehen in dieser Folge. Ich denke, das dürfte euch auch mal zugutekommen, dass ihr euch verschiedene Clankriegsangriffe mal wieder angucken konntet. Wir hatten ja in letzter Zeit viele Sonderfolgen mit... Das, was du tun solltest, was du nicht tun solltest, 10 Dinge in Clash of Clans, 5 Dinge in Clash of Clans und so weiter und so fort. Ich dachte mir, mach heute mal wieder was Normales. Und das hätten wir jetzt auch geschafft in dem Moment. Da war es durch, ja, 58%, 2 Sterne, passt. Wenn ihr euch das Ganze nochmal langsam anguckt, ich könnte jetzt noch einen Live-Angriff machen, ich kriege aber das dann nicht mehr fertig gerendert, dann dauert es noch mal eine Viertelstunde länger zu rendern, nochmal eine Viertelstunde länger hochzuladen, bei 3 Minuten circa. Und deswegen, weil wie gesagt, ich bin gerade nur am Laptop und nicht am PC, das dauert alles zu lange. Ich kriege die Folge nicht pünktlich hoch, wenn ich das jetzt noch mache. Es tut mir furchtbar leid. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, mal wieder eine normale Clankriegsfolge zu haben. Bis dahin, macht's gut. Wenn euch das gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Macht's gut und tschüss.